Meine Europatour durch Sachsen-Anhalt begann heute Morgen im Studio um 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr, wo ich zu tollen, interessanten Europafragen antworten konnte. Danach war ich mit der AG 60 Plus der SPD im Gespräch, wo wir in Quedlinburg zum Thema Handelsverträge zwischen der EU und Japan gesprochen haben. Im Anschluss war ich bei zwei Projekten, die von Europa gefördert werden, nämlich LIDA-Projekten in der Emmeringer Kirche, wo Kunst dargeboten wird, aber auch Veranstaltungen stattfinden. Und dann waren wir beim Schloss Amfort, beides Orte, wo Europamittel für den ländlichen Raum geflossen sind, mit engagierten Menschen, die das dort betreiben. Im Anschluss fuhren wir nach Magdeburg. Dort hatte ich eine Europa-Delegierten-Konferenz der Magdeburger SPD miterlebt und habe mich dort vorgestellt als Kandidat für die SPD und freue mich sehr, vom Stadtverband Magdeburg nominiert worden zu sein für die Wahl dann als SPD-Vertreter für das Europaparlament. Ein spannender Tag, verfolgt meine Tour weiter auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Twitter, Facebook, bringt euch ein, fragt und ladet mich ein. Es gab öfters die Möglichkeit, hier innerhalb der Tour dann darauf zu reagieren und dann noch Orte zu besichtigen, die wir vorher gar nicht auf dem Radar hatten.